herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal. Wir sind wieder draußen und wir gehen jetzt mal Milbert suchen. Der möchte ja den Schlüssel haben. Da sollen wir hin. Wo will er uns... Ich will mal gucken, wohin uns hier der Questanzeiger, wie heißt er denn? Egal, wo er uns hinführen möchte. Weil wir müssen ja eigentlich ins Fremdenviertel. Nee, ich will nicht ins Kasernenviertel. Oh, jetzt bin ich durchgegangen. Egal, dann laufen wir so. Ich krieg gerade keine Luft durch die Nase. Ich muss hier total eklig durch den Mund atmen. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin voll der Nasenatmer. Und ich mag es echt nicht, durch den Mund zu atmen. Aber ich krieg halt keine Luft. Ja, und bei uns wird es endlich wieder warm. Wir hatten Heizungsausfall. Da musste jetzt der Notdienst kommen, weil es abends ist. Aber das wäre ärgerlich gewesen, weil sonst hätten wir morgen früh kein warmes Wasser zum Duschen gehabt. Oder heute Abend. Kommt drauf an, wann man duschen möchte. Ich dusche immer dann, wenn es passt. Ich habe dann nicht so das, ich wollte gerade sagen, das Ritual. Die Angewohnheit, immer morgens oder immer abends zu duschen. Ich dusche halt immer dann, wenn es... Nicht, wenn es nötig ist. Das klingt gemein. Aber wenn ich so am Tag, am Morgen Sport mache, dusche ich halt morgens. Und wenn ich aber weiß, dass ich den Tag über viel in Aktion bin oder in den Nachtdienst muss oder den Abendsport mache, dann dusche ich halt abends. So, jetzt kennt ihr auch meine Duschgewohnheiten. Ne, meine ganzen kennt ihr noch nicht. Es gibt ja noch mehr übers Duschen zu erzählen. Ne, zum Marktplatz wollen wir nicht. Wir wollen ins Fremdenviertel. Das ist so schön hier. Und die Sonne scheint in Enderal. In Flussheim hat sie, in Ark. In Flussheim hat sie immer, hat es immer geregnet. Also Flussheim ist das Hamburg von Enderal. Wobei, heute hatten wir kein Regen, sondern wir hatten Schnee. Richtig schöne Schneeflocken hatten wir. Ich liebe Schnee. Ich liebe Schnee echt. Also ich bin nicht so der Sommermensch, weil mir das zu warm ist. Und ich sowieso verbrenne, wenn ich in die Sonne gehe. Aber ich liebe echt den Winter. Ich finde Schnee total cool. Ich mag auch den Herbst oder den Frühling. Es gibt natürlich auch negative Seiten von Schnee. Besonders als Autofahrer. Aber generell mag ich den Winter sehr, sehr gerne. Eine sehr hübsche Jahreszeit. Sommer ist auch in Ordnung, wenn es nicht zu heiß ist. 20 Grad sind noch angenehm. Danach wird es für mich ein bisschen zur Tortur. Weil ich echt extrem hitzeempfindlich bin. Also Hitze kann ich nicht ab. Ich friere lieber, als dass ich schwitze. Na, mit Schwitzen habe ich nicht das Problem, aber Hitze einfach. Da wird mir dann auch immer total schwindelig. Kann mein Körper einfach nicht ab. Ich kann ja auch mal wieder die Waffe einpacken. Wir sind mitten in der Stadt. Naja, da kann man die Waffe auch wegstecken. Genauso wie du. Wer bist du eigentlich? Ein Jäger. Du bist aber ein alter Jäger. Blut! Silas Behausung nach Hinweisen zu Milberts Verschwinden durchsuchen. Ich habe jetzt gar nicht den Text gelesen, der da erschienen ist. Also, als ich Milbert den Schlüssel bringen wollte, fand ich dort, wo sein Karren stand, nur eine Blutspur. Könnte Sila dahinter stecken? Vielleicht kann ich in ihrer Behausung Hinweise finden. Bevor wir das machen, gehen wir jetzt aber auf den Marktplatz. Madame? Und werden ein bisschen verkaufen. Kaufen, nicht verkaufen, kaufen. So, einmal Brot kaufen. Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Wo ist denn das unvergleichliche Brot? Kaufen wir mal eins. Wir brauchen nämlich Bücher. Tut mir leid, meine Liebe, aber ich kann dir nur eins abnehmen. Jetzt gehen wir erstmal auf den Marktplatz
schnell noch, was brauchen wir? Wir brauchen Fernkampf 2 und Schleichen 3 auf jeden Fall. Das ist jetzt erstmal wichtig und dann noch ein bisschen Einhand, weil wir sind einhändig ziemlich schwach. Vielleicht sollten wir dort auch mal einen Erinnerungspunkt reinstecken. Ich weiß es nicht. Wir sind halt echt ein bisschen schwach auf der Brust. Ich könnte auch... Das habe ich mit meinem... Also meinen ersten Spieldurchlauf in Enderal habe ich auch mit einer Bogenschützin durchgespielt. Aber ich habe ein bisschen Magie genutzt mit der. Und meinen zweiten Durchlauf habe ich mit einer Magierin gespielt. Die Magiekombination, die ich dort benutzt habe, ich habe ich in der letzten Folge erläutert. Und jetzt versuche ich halt wirklich nur über den physischen Weg hier durchzukommen. Also nur mit Einhandwaffen und Bogen. Ich glaube, das wird hart. Aber egal, ich werde jetzt nicht rumjammern. Ich habe mich dazu entschieden, wir sind ein Schurke. Also wird nur Einhand und Bogen trainiert. Und das Schleichen natürlich auch. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Hat nicht eben gerade die Sonne geschienen? Jetzt regnet es. Doch, Hamburg. Ark ist auch Hamburg. Wo kaufen wir denn? Wir kaufen... Hat er die Bücher? Gucken wir mal. Hallo. Haben wir das eigentlich... Habt ihr den schon kennengelernt? Den Golfur Silberherr? Ich weiß es nicht. Schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mit ihm auch mal ein anderes Gespräch führen. Und wir wollen Bücher. Wir brauchen Lehrlingsbuch. Nee, hat er nicht. Schreitet wohl. Ihr seid Abenteurer. Dann gehen wir mal hier rein, in die Lederwaren. Die hat auf jeden Fall Fernkampf. Das weiß ich. Wo finden wir denn Schleichen? Müssen wir gleich mal gucken. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Indem ihr mir eure Ware zeigt. Also Lehrlingsbuch. Ach, Schleichen haben wir hier auch. Davon brauchten wir 3. Ich hoffe, wir haben genug Geld. Und Fernkampf brauchten wir 2. Aber gerade so. So, dann gehen wir wieder raus. Und werden schnell die Bücher essen. Inventar. Dann haben wir Lehrlingsbuch, brauchen wir. Da. Magst du es essen? Auf 24 und auf 25. Damit sind wir jetzt in der Gesellenbuch-Rubrik gelandet. Und hier genau das gleiche. Ich weiß, man kann das auch mit E machen. Ich klicke es aber irgendwie gerne an. Ich klicke halt gerne. Und Rhetorik haben wir auch erhöht. Das ist auch gut. Und jetzt können wir noch Gesellenbücher essen. Dann sind wir auf 28, müssten wir dann sein. Einhand muss warten, leider. Oh, Fernkampf, da haben wir noch eins. Ach Quatsch, ich wollte auf H drücken. Jetzt sind wir immer noch Infiltratoren. Haben noch einen Erinnerungspunkt, 5 Lernpunkte, 7 Handwerkspunkte und sind hier auf 28 und hier auch auf, dadurch, dass das geboostet wurde, auf 29 schon. Und hier unten auch schon beim Schlossknacken auf 28. Haben wir nicht da noch ein Buch im Inventar gehabt? Ich gucke nochmal schnell. Ja, das können wir auch essen. Gut, jetzt sind wir dort auf 29. Es geht doch so langsam voran. Wir wollten uns jetzt auf den Weg zu Silas Behausung machen. Wir reisen leider sehr viel hin und her.
Aber ich möchte, dass diesen Story-Quest oder diese Quest jetzt verfolgen. Da ich die total toll finde und die nicht allzu schwer ist, weil es halt echt nur herumgerenne ist. Na komm, Ladebildschirm. Wir müssen doch nur ins Adelsviertel. Muss mal kurz gucken, wie spät es ist. Ah, Musik kommt. Also sollte der Ladebildschirm bald vorbei sein, jetzt. Malfas zum Gruß. Und dann klettern wir einmal kurz runter in die Unterstadt. Das ist der Eingang zum alten Wasserwerk. Haben wir beim letzten Mal gesehen, wo wir rausgegangen sind. Hier kommen wir rein, bei dem Brunnen im Adelsviertel. Total genial. Finde ich voll cool, dass das in einem Brunnen ist. Ich hoffe, die Straßen, die wir müssten, jetzt eigentlich weg sein und nicht nachspawnen. Genau, der liegt hier noch. Da ist noch einer. Wir schleichen mal lieber. Ich habe jetzt gerade keine Lust zu kämpfen. Und dann suchen wir mal Silas Behausung. Haben wir mal einen Anhaltspunkt, wo das ist? Warte, das stand doch gerade auf der Map. Nee, stand es nicht. Müssen wir halt in jedem Untergebiet der Unterstadt einmal reingucken, wo denn ihre Behausung ist. Ich weiß nicht mehr genau, welche Baracke das war. Gut, es geht weiter. Das hier vielleicht? Marktplatz. Zum Marktplatz Hallo. Müssen wir. Fremdländer, wohin man Guck mal, da ist ein Kind. Das spielt wenigstens. Genau falsch rumgelaufen. Da geht's zum Marktplatz.
Es tut mir leid, dass wir so viele Ladebildschirme haben. Manchmal ist das halt bloß so bei Enderal. Oder bei jedem Spiel, wenn man relativ viel hin und her reisen muss. Ist in Ordnung, dass dein Inal nicht gut ist. Darunter müssen wir. Lasst mich. Ich lass dich doch. Lasst mich einfach in Frieden. Lass. Das können wir uns ganz kurz angucken. Hier ist das Haus der Apothekarii und ich finde einfach diese blauen Lampen total hübsch. Also die Apothekarii der Unterstadt. Wir haben ja auch noch im Sonnentempel Apothekarii. Aber hier in der Unterstadt gibt es halt auch welche, die den Windwurz brauchten. Und das ist hier das Haus der Apothekarii. Voll cool geworden. Finde ich total schick hier. Aber wir gehen jetzt hier mal in die Wohnbaracke. Oh mein Gott! Oh, voll erschrocken. So richtig erschrocken. Ah, ich weiß nicht, ob wir den packen. Okay, wir sterben gerade. Ich kann mich auch gerade nicht bewegen. Oh, voll erschrocken. Wie machen wir das? Kurz eine Strategie überlegen und dann probieren wir es nochmal. Ich will mal, Schatten des Windes ausprobieren. Nein, er speichert direkt hier drin. Okay, wir brauchen unsere Nahkampfwaffe. Ich glaube aber nicht, dass... wir hauen mit dem Zweihänder drauf. Nein. Genau. Schnell noch einen Trank nehmen. In der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Habe ich hier nicht noch einen Genesungstrank dabei? Oh, diese Käfer, ne? Die sind super stark. Ich versuch's gerade mit der Ausweichen-Taktik. Aber irgendwie klappt das nicht so. Ah, ich sehe nichts. Oh, Mann! Wir müssen gleich mal woanders laden. Wir müssen einmal davor laden, glaube ich. Oder wir schaffen es jetzt. Nein, schnell. Schnell die Waffe ändern. Schnell die Waffe ändern. Wo ist er? Ich sehe es nicht. Da. Ja, schnell einen Genesungstrank schlürfen. Jetzt schaffen wir ihn. Oh mein Gott, warum ist er so stark? Dieses scheiß Viech. Oh, entschuldigt, das wollte ich nicht sagen. Wir laden jetzt einen anderen Speicherpunkt nicht in der Wohnbaracke. Oh Gott, ist der stark. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass hier ein Feind ist. Entweder wir schaffen es durch Schleichen, also wenn wir vorher schleichen reinzugehen, oder wir probieren mal Schatten des Windes. Und wir probieren das in der nächsten Folge. Folge meine, ich weiß. Aber ich werde mir die Strategie jetzt überlegen. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, ob sie funktioniert. Dieser Eiterkäfer ist echt nicht einfach. Also wenn ihr denkt, ich lasse mich vor so einem kleinen Käfer kaputt hauen. Nein, der ist stark. Habt ihr gesehen. Und wir sind mittlerweile Level 10. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt höre ich auf zu labern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und werden diesen Eiterkäfer dann besiegen. Bis dann. Ciao, ciao.